Moin. Links mit Bändchen, ansonsten rechts zum normalen Super, Check-in. Danke. Hi. Check in uns einmal den Weg hier runter. Danke. Herzlich willkommen im Dixi-Klo. Das erste Mal in meinem Leben. Einen wunderschönen guten Morgen vom Mammutmarsch Hamburg. Wir sind jetzt da und haben eingecheckt und warten jetzt nur darauf, dass es losgeht. Um 9 Uhr starten wir. Es ist jetzt kurz nach 8:30. 60 Kilometer, auf geht's. Auf geht's. Intro. Und ein besseres Säckchen als ich. Ja, da war mal ein Jojo drin, das ist nicht zwar von, okay. Von Insta. Ja, dann viel Spaß, ne? Ja, euch auch. Ja, euch auch. Danke. Mach's gut. Und viel Erfolg. Marsch! 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 Da geht's für euch los in 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß und Schwinger! Wo sind wir? Wir sind bei in Hamburg bei Kilometer 6 gleich 7. Weiter geht's. Bei Kilometer 9 sind wir jetzt gerade an einem Zwischenverpflegungsposten vorbeigekommen, bei dem es Snacks gibt und auch eine Toilette. Ich hatte überlegt, die Toilette zu nutzen, aber die Schlange ist so lang. Jetzt. Hier ist die Lage. Top. Wo müssen wir? Wir folgen den Leuten hier, links rum. Und wie ist die Lage? Super. Hunger. Das muss mal. Immer noch. Ja, das ist ja hier nicht so einfach, ne? Nee. Wir haben niemanden bezahlt. Die ganzen tapernden Touristen sind sehr nervig. Jetzt sind wir hier immer richtig in der Altstadt. Ja. Diese Häuser hier sind richtig uralt. Da hängen überall diese blauen Dinger dran, siehst du? Ja. Und die haben halt den großen Brand auch wohl überlebt. Kilometer eine liebe Begleitung gehabt. Sebastians Freundin. Und Grüße nach Köln. Die zieht jetzt aber ab. Wir sind ein bisschen zurückgefallen und genießen das Wetter und den Mammutmarsch. Bei dir Status? Top. Top. Weiter geht's. Lasset die Treppenspiele beginnen. Herzlich willkommen auf unserer geliebten Treppe des Todes. Wöchentlich unser Feind, wöchentlich unser Freund, allwöchentlich eine Herausforderung. Das Problem mit dieser Treppe ist, sie hört nicht auf. Ja. Ja. Also gehen. Zack. 30 sind geschafft. Die Hälfte haben wir. So, wir haben
gerade den zweiten VP hinter uns gelassen. Der sah erst sehr leergeräumt aus. Ja, die fing schon an abzubauen, ne? Ja, die haben 2 von 6 Ständen, glaube ich, abgebaut. Ja. Und da gab es ein kleines Missverständnis. Ja. Weil das alles so leergerockt aussah und auch gerade die Hotdogs alle waren, hatte man eigentlich nicht viel, außer so süße Brötchen und sowas. Ja. Ohne was und Gurken. Aber das war irgendwie nur so ein Eindruck, ne? Ja, also es war tatsächlich von allem, was sie haben, noch genug da. Es war nur relativ leergeräumt, weil die auch nicht jetzt die kompletten Tische wieder aufgefüllt haben. Wir waren eine Stunde vor Schließung des VPs da. Genau. Es waren aber nicht mehr so viele. Weil wir also in der letzten Gruppe, vorletzte Gruppe, ja. Also der große Run war halt einfach schon vorbei auf den VP. Und dann habe ich mich mit so einem Mitarbeiter von meinem Marsch in die Diskussion. Wer? Carter. Heißt er Carter? Carter heißt er. Mit dem habe ich in so eine Diskussion gefallen. Das lag aber nicht daran, dass da irgendwas nicht in Ordnung war, sondern diese scheiß Treppen. Es ist so furchtbar gewesen, durch diese Treppen im Blankeneser Treppenviertel zu rennen. Wenn Michael Laune hat, dann hat er Laune. Dann braucht er ein Ventil. Ja, ja. Und da ist jede kleinste Gelegenheit, jeder kleine Anlass willkommen, um das an anderen auszulassen. Ja, also es war so ein Zusammenspiel, ne? Ja. War jedenfalls nicht gut. Am Ende haben wir Shake Hands gemacht. Grüße gehen raus an Carter. Hot Dogs haben wir auch bekommen, waren sehr lecker. Netter Kerl. Und waren sowieso alle nett. Die Hot Dogs waren tatsächlich ausverkauft. Die müssten wahnsinnig viele gehabt haben. Mhm. Aber das scheint einen riesen Run da drauf gegeben zu haben. Deswegen sind sie extra nochmal zu Edeka gefahren, um Würstchen nachzukaufen. Hotdog-Brötchen gab es nicht mehr. Es gab entweder Milchbrötchen oder Toast. Sie haben Toast noch nachgekauft. Naja. Aber da gehen die Treppen schon wieder los. Oh. Aber viele können es nicht mehr sein. Weiter geht's. Ja, du bist mein Krafttier. Und wir jetzt auch. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt alle Krafttiere füreinander gerade. Ja. Kraft- und Motivationstiere. Oh, Kaffee ist toll. Soll ich dir rausholen? Ja. Dreiviertel hat er geschafft. Ja. Tut auch alles weh. Ja, erstmal blanke Nähte mit den Treppen hinter sich hatten. Das war so scheiße. Das war so hart, ey. Das war echt übel. Das war jetzt das Wasser vom Baum runterkommt. Mach ruhig zuerst. Danke. Jetzt haben wir gerade den dritten VP hinter uns gebracht. Ja, war nicht spektakulär. Jedenfalls sind wir jetzt seit geraumer Zeit mit 2 Mädels unterwegs. Mit Kathi und Patricia. Und wir sind jetzt eine ganz coole Truppe. Wir sind jetzt bei Kilometer 49. Irgendjemand hat beschlossen, er möchte seine Wanderstiefel einfach nicht mehr haben oder hat sie hier deponiert. Der letzte VP liegt jetzt schon wieder 3,5 Kilometer zurück. Wir funktionieren einfach nur noch. Die Füße tun weh, aber bald tut alles nur noch weh und dann ist es, als würde nichts mehr wehtun. Das ist meine Theorie. Aber es macht immer noch Spaß. Was sagst du? Ja. Es macht einfach Spaß und es ist geil, dieses Ziel vor Augen zu haben. Ja. Und das durchzuziehen. Unsere Buddies hier. Ja. Kathi und Patricia. Ja, wir ziehen uns immer gegenseitig. Das ist geil, das ist richtig geil. KMMP, ne? KMMP, ja. Damit sich's reimt auf die Profis ins B. Ihr habt geschafft! Ja!
Tschüss.